Thüringen Derby und Zeit für große Momente. Überragende Choreos der FC Rot-Weiß Erfurt, geschmiedet aus Blut und Schweiß gegen den FC Carl Zeiss Jena. Auch der Auswärtsblock prall gefüllt, die Botschaft war klar und groß geschrieben. Es kann nur einen geben. Wer ist Thüringens Nummer 1? 14.750 Fans waren heiß auf den Klassiker ausverkauftes Steigerwaldstadion. Fabian Gerber und Rot-Weiß. Zuletzt 3 Spiele ohne Sieg. 6 Punkte Rückstand auf Platz 1. Die erste Mini-Delle in dieser Saison. René Klingbeil hat mit Jena noch die 1:2-Pleite gegen Viktoria Berlin im Rucksack. Sagte aber, so ein Derby kann unseren Knoten auseinanderzwirbeln. Und hier können wir viele Herzen gewinnen. Auf jeden Fall wollten beide Teams ein Feuerwerk abbrennen. Rein ins Spiel, 17. Minute Freistoß Erfurt, das ist Zeller, der Innenverteidiger, erste Halbchance für RWE. Carl Zeiss, trotz schwachem Saisonstart, stabil im Derby. Das ist Gibson gegen Elver und Felsberg, vorbei an beiden. Gibson auf Joel Richter. Erstes Saisontor für den Neuzugang, kein schlechter Zeitpunkt. Starke Vorarbeit von Gibson. Fast wie einst Gareth Bale für Real gegen Barca. Nimmt die Außenbahn, Riesenvorlage. Und dann Richter, der das Ganze veredelt. Carl Zeiss Jena nur 6 Punkte aus 8 Spielen. Sie reisten als Tabellen-15. hier an. 9 Punkte hinter RWE, 15 hinter Platz 1. Alles für einen Moment vergessen, weil Joel Richter hier völlig frei steht und einnetzt zur 1:0-Führung für Carl Zeiss Jena. Und dann ging es natürlich in die Kurve. Mehr als 2000 Jena dabei. René Klingbeil mahnt aber sofort, kühlen Kopf bewahren, klar bleiben. Danach abklatschen mit allen Wechseln. Die Chemie, sie stimmt bei Carl Zeiss. Im Anschluss passierte wenig Konkretes. Vor beiden Toren nochmal Jena mit Löder. Und dann Joel Richter, wie frei ist der denn? Richter mit dem Schlenker zieht nochmal auf, dann der Abschluss geblockt von Quabe Schulz. Szene noch heiß, Zank drüber, er neu in der Startelf zusammen mit Justin Schau. Eine Minute später, Erfurt mit Felsberg. Sieten macht den Ball fest, Bronicev mit feinem Füßchen zurück auf Michael Sieten. Beste Erfurter Chance. Beide Fanlager hatten ihr Team eingeschworen, den Stellenwert dieses Duells ja nochmal deutlich gemacht. Wo ist euer Charakter? Die Frage von den Erfurter Anhängern an die eigene Mannschaft nach dem Eilenburg 0:0. Den konnte man RWE hier in diesem Spiel nicht absprechen. Applaus von Fabian Gerber. Aber Jena blieb gefährlich. Knifflige Szene kurz vor dem Pausenpfiff. Bieg gegen Richter. Und René Klingbeil auf 180. Elfer, ja oder nein? Oben hält Bieg Richter leicht. Unten gibt es einen Kontakt am Bein. Eine Szene, die mit VAR sicher minutenlang diskutiert worden wäre. Schiedsrichter Vierock entschied auf Weiterspiel. Zweite Hälfte, 55. Minute. Erfurt kam mit viel Tempo aus der Kabine. Kanicia, Elfer. Verpasst das Abspiel auf Bronicev, der war völlig frei. Weiter Kanija, Elva und dann Till Linus Schwarz. Er macht noch eine Top-Chance daraus. Der Pfosten steht im Weg. Glück für Carl Zeiss. Knapp 70 Minuten rum im Steigerwaldstadion. Jena mit Lemmel. Die Flanke zu weit, aber da kommt ja noch einer. Maximilian Kraus, stark im 1 gegen 1, hat auch einen guten Abschluss. 2 Tore erzielt in dieser Saison, dazu kommen noch 3 Vorlagen. Dann wieder Erfurt mit Lopez Cabral, macht ein starkes Spiel auf Michael Sieten. Der ist vor Kevin Kunz am Ball, kann die Kugel aber nicht Richtung Tor bringen. RWE hat das letzte Heimspiel gegen Meusewitz verloren. Die Generalprobe nur 0:0 in Eilenburg. Sie mussten liefern, aber die Zeit rannte davon. 81. Minute, Freistoß Lopez Cabral. Und dann war er da, der Ausgleich für Rot-Weiß Erfurt. Till Linus Schwarz. Starker Freistoß von Lopez Cabral und Jena ist nicht da. Zu viele Erfurter sind frei
Und Schwarz macht sich lang, haut da alles rein, der Mann, für die wichtigen Tore, für die Treffer in den großen Spielen. Gegen Cottbus hat er den 1:1 Ausgleich gemacht. Jetzt gleicht er im Derby gegen Jena aus. Der 24-Jährige, in Erfurt geboren, die Jugend bei RWE verbracht. Der Erfurter Junge köpft ein und schenkt den Fans im Steigerwaldstadion wieder Hoffnung. Und wie beim 1:0 von Jena, jetzt die Riesenemotionen bei Erfurt. Auch Fabian Gerber ging außen völlig mit. Von Jena kam offensiv fast gar nichts mehr. Erfurt mit Kanija Elver. Nächste Top-Chance. Der Ball küsst die Latte. Chancen jetzt im Minutentakt für RWE. Wieder Lopez Cabral, kann's rechts wie links, und dann Michael Sieten, starker Kopfball, aber noch stärkere Parade von Kevin Kunz. Der lief jetzt auf Höchsttemperaturen. Jena hat zuletzt 2010 im Steigerwaldstadion gewinnen können. War noch was drin im Tank? Nicht mehr viel, aber es ging intensiv zu in den Zweikämpfen. Viele Karten, viele harte Fouls und am Ende eins, das deutlich über der Grenze war, der eingewechselte Grimm gegen Lopez Cabral. Grob fahrlässig, mit vollem Tempo, das gab völlig zu Recht die rote Karte. Negativer Schlusspunkt in einem sonst leidenschaftlichen Thüringen-Derby, das in der letzten Saison zweimal unentschieden endete. Jetzt wieder ein Remis für Till Linus Schwarz, aber ein besonderes. Es tut natürlich richtig gut. Ich denke, das hat man an den Emotionen gesehen. Vor allem für mich, ich komme ja aus der Gegend. Das ist natürlich überragend, dann ja, der Mannschaft und auch den Fans dann sowas zurückzuzahlen. Endeffekt aber schade, dass es dann nicht noch eins mehr geworden ist. Dann hätte man nämlich gewonnen. Dass wir dann zweite Halbzeit abgerissen haben, ist schon ja, aller Ehren wert. Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft, wie wir uns dann wirklich nochmal reingehauen haben, alles rausgehauen haben, in jeden Zweikampf gefeuert haben, eine Vielzahl an Torschancen gehabt haben, Pfosten, Latte. Ich glaube, das Spiel müssen wir gewinnen. Es ist schade, dass es immer so ein Derby braucht, immer dann so einen Hallo-Wach-Effekt hat. Aber ich glaube, das haben wir auch vor allem erste Halbzeit heute sehr, sehr gut unter Beweis gestellt. Ich glaube, das Stadion war teilweise leiser. Ja, haben die unzufrieden gemacht. Nichtsdestotrotz war uns klar, dass zweite Halbzeit vor allem Erfurt auch drücken wird, Welle nach Welle fahren wird. Bin ich auch stolz auf die Mannschaft, dass wir auch nach dem 1:1 nicht wegbrechen. Das, was uns vielleicht die letzten Wochen auch immer mal passiert ist. Für mich fühlt es sich fast wie so ein Befreiungsschlag an, dass du, sag ich mal, gerade in so einem Hexenkessel dann auch bestehst. Auch großen Dank an unsere Fans. Sie haben ihren Teil absolut dazu geleistet, dass wir heute so einen erfrischenden, auch offensiv, qualitativ guten Fußball sehen. Ich glaube, wenn wir das 2:0 machen in der ersten Halbzeit, dann ist auch Ruhe. Aber gar nicht schlimm, war die eine oder andere Möglichkeit da. Aber die Art und Weise, wie die Jungs hier, sag ich mal, sehr selbstbewusst mit der Brust raus ihren Fußball gespielt haben, das ist Chapeau. René Klingbeil bedankte sich noch einmal in der Gästekurve für die grandiose Unterstützung, wurde dafür gefeiert. Er und sein Team haben die Herzen von allen Fans, die es mit Jena halten. Heute sicher gewonnen, RWE-Geschäftsführer Franz Gerber schmeckte nur ein Punkt nicht wirklich. Sohn Fabian war zumindest nach außen hin zufrieden. Erfurt gegen Jena 1:1 vor der bisher größten Kulisse in dieser Saison.